So, oh ja, yeah, liebe Leute. Herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play DTM Race Driver 3, wo wir zurück back in business sind und ich jetzt über doch OBS Studio aufnehme und das anscheinend funktioniert. Mikrofon nehme ich immer noch getrennt auf. Das kann ich irgendwann anders dann überlegen, wie ich das mache. Bei OBS Studio muss ich mich erstmal auseinandersetzen. Aber es scheint zu klappen. Das hier wird jetzt mal so eine Testfolge sein. Kurz am Ende. Aber wenn das alles jetzt auch flüssig läuft hier drin, hätte ich nur früher darauf geachtet. Okay, du kannst es schaffen. Ich glaube, selbst in der Aufnahme scheint es flüssig zu sein. Wow. Da habe ich die Möglichkeit die ganze Zeit vor mir gehabt. Habe nur nie darauf geachtet. Wow. Ich bekomme mal keinen Augenkrebs, wenn ich spiele. Ich zeig auch gleich, wo der Hammer hängt, Alter. Gut. Da will ich aber den Hammer nicht hängen. Genau. Alter. Habt ihr gesehen, wie extrem der da. Bessere Überholmanöver habe ich noch nicht gesehen. Denkst du? Ich habe bessere gesehen. Eindeutig bessere. Und es gehört nicht zu den besseren. Will ich nur noch mal so erwähnt haben. Fast knapp dran gekommen. Wir werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen reinbremsen. Mal gucken, dass es klappt, aber es klappt nicht. Wer uns volle Kanne dagegen hauen will, lassen wird. Wenn wir ihn überholen möchten. Das sieht jetzt alles viel flüssiger aus. Super. Wenn ich das nur vorher gewusst hätte. Das ist doch so wie immer, ne? Da weiß ich manchmal erst später. Ich muss echt auf OBS Studio, glaube ich, umsteigen zum Teil. Und mir ist jetzt, gerade jetzt, wo ich das gucke, ich glaube, ich muss umsteigen. Vom alten OBS auf OBS Studio. Jetzt gerade, wo ich das da sehe, bin ich gerade verblüfft, wie es das hinbekommt. Und gerade muss ich wirklich teilweise sagen, verblüfft. Ich bin krass verblüfft. Versuche ich doch auch. Ja, genau. Fahrt doch so langsam. Das ist auch perfekter für mich. Ich freue mich jetzt nur gerade. Selbst bei Rallye-Strecken jetzt anscheinend flüssig alles zu haben. Muss ich nur noch das mit dem Mikro checken und dann war's das. Dann haben wir wenigstens die letzten drei Parts hier flüssig oder so. Keine Ahnung. Also die letzten drei Story-Part-Elemente. Ihr wisst, was ich glaube ich meine, ne? Ich wundere mich halt nur. Eieiei. Hitomio. Alter, was macht denn der da hinter mir? Montoya. Erinnert mich an den Namen Montoya. Ach, es gibt ja auch VWs. Ach, die fahren hier alle unterschiedliche Klassen. Weiter so. Du bist fast an der Spitze. Komm, lenk ein. Ich will nur Zweiter wenigstens werden. Boah, das ist so komisch, das jetzt so zu sehen. Das sieht alles so voll gut plötzlich aus. Wenn ich das nur gewusst hätte. Das hat ja einen viel besseren Modus heutzutage. Ja, denn manchmal sollte man vielleicht mal Programme mal wieder austesten, ne? Ja, wahrscheinlich bekommen die so manches auch flüssiger aufgenommen. Keine Ahnung. Nee, oder? Nee. Nee. Als ob der Erstplatzierte da rausgefallen ist. Was ist das für eine Klasse? Die fliegen ja alle raus. Nee, Quickshift. Jetzt Montoya! Fuck! Ist mir scheißegal, wo du landest. Nee, oder? Ah. Ich sag nix. Es ist nix passiert. Mann. Schade. Aber wie viel da müssen wir werden? 20 oder besser! Na gut. Es sind ja auch nur 10 Wagen, aber trotzdem. Die wollen von einem Sachen, Alter. Und die Evos sind ja langsamer, ne? Und wahrscheinlich dafür mehr in Kurven zu bieten. Ja, da. Wow. Nee. Ich
hätte schon so weit vorne sein können. So weit vorne. Es ist vielleicht doch besser immer, dass ich Rendering betreibe. Vielleicht ist das hier wirklich die beste Aufnahmemethode, die ich jetzt gerade ausgewählt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber damit kann ich, glaube ich, auch noch die beste Audioqualität und so reinhauen und sonst derjenige alles. Wer weiß, also zumindest das Großmögliche, was auf YouTube im Moment möglich ist, wegen der Codierung und weil ich da sonst wegen den Codex keine besseren möglichen Codex habe. Das Problem ist, es gäbe schon so viel besseren Codex, aber ja, das nutzt YouTube nicht. Wisst ihr, YouTube will unbedingt bei der Qualität ganz weit nach oben, aber da müssen sie auch mal ein paar Codex reinhauen, die auch für uns, sag ich mal, kleineren kein Problem ist. Ich meine, ich zahle jetzt keine 300 Euro oder... Was machen die in dieser Klasse? Wenn ich das mal verstehen würde, ne? Ich glaube, die Klasse wird total einfach später irgendwann. In der Profikarriere. Das macht auf jeden Fall auch schon mehr Spaß zu fahren, so. Weil alles... Ja, man lernt mit der Zeit, ne? Und die drehen alle! Nee, aber die drehen alle. Scotty. Was ist falsch? Alter, dann werde ich so krass wieder überholt. Und aber andererseits fand ich hier so inkonsistent, das gibt's gar nicht. In dieser Klasse, das ist schon schlimm. Ja, guckt. Kannst du die KI dabei beobachten? Nee, oder? Als ob ich jetzt noch als einziger gut rauskam und der Rest sich rausgekiegelt hat. Als ob das der Fall ist. So. Crazy shit, Alter. Das ist die letzte Runde. Das Rennen und auf Tasche. 200 km/h. Ne? Ja, jetzt. Oh Gott, ich wollte jetzt unbedingt 200 km/h erreichen. Kostet es, was ihr wollt. Ich weiß nicht, ob ich es davor auch erreicht habe. Ah, die wollt ihr wenigstens haben. Ja, die CPU-Auslastung geht sogar extremst hoch bei dem Spiel. Da scheint wohl doch irgendwas mit der CPU... Also, dieses Spiel ist sehr inkonsistent. Weil bei diesem OBS Studio sieht man ja auch die CPU-Auslastung. Jetzt ist meine i7-4097K auf insgesamt 75,2% angestiegen. Von der CPU-Auslastung. Ich denke mir nur so, why? What are you doing to my Dingens, ne? Das ist schon nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. So. Ach, jetzt kann ich ja auch da wieder die normale Hardlinge sehen. Oder ich kann auch vielleicht hier wirklich den... Da, wo du jetzt bist, kann dir nichts passieren. Die Mikrofon-Rausperre machen. Vielleicht ist sie auch besser in OBS Studio. Ich muss echt alles mal austesten. Also auf jeden Fall scheint es besser zu wirken. Dirt Raceway 3. Das scheint wohl die Kurzmethode zu sein, weil es hier gleich sofort eine spezialenge Kurve gibt. Viel Spaß. Oh Gott, ich glaube, das wird echt spaßig. Aber der größte Teil sich rauskegeln. Nicht dann noch andere Andots, aber das war anscheinend egal im Spiel. Ich meine, wir fahren Rallye, da fährt man dreckig, ne? Nee, Quatsch. Eigentlich nicht, aber... Ist egal. Rallye-Quad. Als ob da jetzt der Erstplatzierte schon jetzt rausgekriegelt ist. Natürlich haben wir jetzt 6 Runden vor uns. Aber, sagen wir so, die Strecke ist nicht gerade lang. Das war gar nicht knapp. Nein, nein, warum sollte das knapp gewesen sein? Du hast doch kein Einlenkungsvermögen, Wagen. Du musst da auf jeden Fall ein bisschen mehr mit der Handbremse spielen. Ich möchte gut einlenken. Das fühlt sich doch zum Teil echt schon krass an. Wie der Wagen da nicht einlenken möchte. Da möchte er echt nicht einlenken. Da muss man echt schon krass mit der Handbremse nachhelfen. Ja. Wahrscheinlich kommen die dann nicht annähernd so gut raus, oder? Weiß ich nicht. Anscheinend doch. Ich weiß nicht. Großartige Runde. Die bislang schnellste Runde des Rennens. Aber da muss man schon ein bisschen driften, ey. Aber die verkacken immer das Driften. Wie die das machen. Ich fahr weit vorne. Guck mich an, der Letztplatzierte ist gar nicht mal so weit vorne. Also nicht mal so weit vorne. Vielleicht kommt hier sogar mal eine Überrundung zustande. Aber wer weiß, da müssen die jetzt schon viele Fehler reinholen, weil das ist schon eine verdammt kurze Strecke und 6 Runden. Da ist immer... Ja, weil der ist gerade dran gedotzt, der letzte.
Wenn er das ein paar Mal macht, dann... Das war die schnellste Runde des Rennens. Großartig gefahren. Viel Spaß, ey. Boah, man kommt aber sonst gar nicht durch die Kurve, ne? Sonst gar nicht durch die Kurve. Ja. Gleich zwei überrundet. Ah ne, ich kann mich erinnern, dass wir schon mal überrundet hatten. Weiß nicht, ob das aber klassenbedingt oder auch so etwas Dummes war. Wo die KI irgendwie dann zu langsam fährt. Ja, so wie es aussieht, können wir in dem Part dann noch was machen. Dann wird die Aufnahme mit F1 2014 später beginnen, aber dafür habe ich... Ja, weil ich nehme das immer noch auf. An demselben Tag. Und dafür habe ich anscheinend was gelernt. Wie man hier besser durchkommt. Jetzt nur noch das bessere Rendering und dann scheint es wohl zu klappen, dass das besser klappt. Sieht zumindest so aus. Westerberg, dich schaffe ich. Westerberg, du warst, glaube ich, sogar der Beste davor. Was ist mit dir passiert, Westerberg? Dann sehen wir im Vergleich, wie wir... Ah, die anderen können anscheinend doch normal durch die Kurven durchfahren. Wir müssen sie halt mal wirklich normal durch die Kurven durchfahren. Oh Gott! Ich dachte, dieses wäre schon vorbei. Ups. Westerberg hat hier verkackt. Da vorne hat es auch jemand verkackt. Also die schaffen echt nicht gut die Kurven, ey. Irgendwie ist langsam die Federung kaputt. War sie schon von Anfang an so kaputt, als wir unseren Unfall hatten? Oder kommt das gerade erst durch all das Rumhoppeln auf der Strecke? Kann sein. Aber eigentlich müsste ja der Wagen das aushalten. Wird Miho nochmal überrunden? Nein, wird er nicht. Die haben alle noch vor allen Dingen ihr normales Rennen, ne? Oder haben sie es nicht mehr? Hä, anscheinend nicht mehr. Ach, werden alle abgebrochen. Ach, ist doch schön. Zwei mit plus eine Runde. Wir haben es auf jeden Fall locker easy geschafft. Und jetzt sehen wir alles, was vor uns ist. Williams F1 Team Challenge und BMW Williams F1 Team Challenge. Ist jetzt BMW? Oha. Oh Gott. Das ist verdammt viel. Aber wir können ja mal anfangen. Ja, wir können ja mal anfangen hier in der Klasse, weil das ist sowieso verdammt viel. Guckt euch das an. So viele 8 Rundenstrecken. 5 Stück. Da können wir schon mal anfangen. So, fangen wir schon mal an. Jetzt sind wir wirklich in der schnellsten Klasse. Der Gipfel des Motorsports. Oh ja. Dieses neue Auto ist die Weiterentwicklung eines Spitzenrennwagens. Oh ja. Oh ja. Das kann man unterschreiben. Viel Spaß in der Hölle, Miho. Viel Spaß. Mal gucken, wie das DTM Race Driver 3 ist. Und alles hängt von dir ab. Bisher fährt sich noch alles recht in Ordnung und normal. Die Aufnahme scheint wohl aufflüssig genug zu laufen. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Boxenstopp machen sollten. Darauf habe ich wieder nicht geachtet. Wenn ich Silverstone anscheinend recht gut durchfahre, dann ist das schon ein Zeichen. Und guckt euch an, wo der Wagen sich einpendelt von der Top Speed. Habt ihr das gesehen? Ich habe jetzt gerade gar nicht überholt, aber egal. Ja, das ist das, was ich mir gedacht habe. Die Klasse wird relativ einfach sein. Und das ist sie auch. Guckt euch das an. Dafür, dass wir in so einer schweren Klasse sind, kommen wir viel zu gut durch. Kommen wahrscheinlich meine Formel 1 Erfahrungen. Weil das mich doch ein bisschen halbwegs an den Formel 1 Spiel erinnert, aber nicht ganz halt, ne? Aber das Handling halt. Das erinnert mich ein bisschen zum Teil daran. Soll ich da echt noch auf die Handbremse treten, damit ich da besser durchkomme oder was? So wie es aussieht, ja. Da mache ich doch. Das ist Silverstone. Das kann ich nicht so easy fahren. Das war sogar schon fast perfekt. Ich weiß, dass ich ja noch hätte schneller fahren können. Guck mal in die Aufnahme, da läuft alles flüssig, ja. Ja, im Vergleich zu einem Rallye-Strecke ist das ja auch weniger intensiv anscheinend. Ach, hier hole ich auf. Ah, so. Durch mein Gebiet zum Aufholen. Erst da muss ich ungefähr planen, alle zu überholen. So einen Dreh. Woanders wird schwer. Hier vielleicht ein bisschen später bremsen.
Dann mal gucken, wie nochmal diese Kurven werden. So, den kann ich noch überholen. Ah, ich kann einfach schneller vor. Aha. Ja, genau. Halte dich doch außen, wenn ich wasche. Gut, dass ich abgebremst habe. Ich wollte fast schon da dranbleiben am Duell, aber haben mir schon gedacht, dass der KI da sich nicht verziehen wird. Und das war auch die gute Entscheidung, weil sonst wäre ich jetzt weg gewesen. Das ist nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen viel zu extrem, ha? Das will ich nicht. Ganz ruhig, chillig. Wir kommen bald dran. Wir werden schon noch unsere Chance haben. Wir haben ja noch verdammt viele Runden. Lass mich. Gib mir jetzt nicht noch mehr Druck. Scotty ist echt nicht der gute Rennmanager für mich. Okay, das passiert, wenn ich die Handbremse drücke. Okay. Wir haben noch einige Runden vor uns. Ich muss halt nur wirklich planen, wann ich überholen möchte. Okay. Das war überhaupt nicht komisch. Im Vergleich. Okay, es ist Silverstone. Lassen wir das. Lassen wir das. Ich meine, es geht auch so gut. Ja, es gibt nur so wie ganz damals. Okay, lassen wir Silverstone. Silverstone ist irgendwie nicht unser Gebiet, das lassen wir erstmal. Merken wir uns, lassen wir immer die Finger davon. Ach, hier ist es kurz unflüssig gewesen, aber jetzt geht's wieder. Ist halt wirklich, man sieht halt wirklich Strecke für Strecke halt unterschiedliche Grundwerte. Bei der OBS-Studioaufnahme. Das ist immer interessant zu sehen. Genau, fahr da einfach mal überhaupt nicht. Okay. Das ist wirklich eine Kurve. Genau so zu fahren, das ist, das hat mich gerade überrascht. So. Man muss ja doch schon ein bisschen abbremsen in diesem Simulationsmodus. Normalerweise, ja gut. Damals war das dann, glaube ich, noch nicht ganz eine Vollgaskurve, aber heutzutage ist es halt eine recht schnelle Kurvenkombination. Ich komme hier nicht durch. Ich werde auch, ich sage hier nicht durchkommen, aber ich habe es doch irgendwie geschafft. Am Conway komme ich nicht vorbei. Aber doch, oh, über außen. Nice, nice, nice. Ist ja schon mal Dritter. Dann läuft die Strecke schon 10.000 Mal besser. Tolle Fahrweise. Dann werden wir noch diese Strecke fahren und dann machen wir hier auf jeden Fall unseren Cut. Das heißt, ich muss mir mal merken, dass wir mal wirklich eine Klasse starten. Aber es sollte ja nicht so komisch sein. Denke ich mal zumindest. Hoffe ich mal zumindest für mich. So, und dann fahren wir wahrscheinlich, die letzte Klasse wird wahrscheinlich am längsten dauern. Danach kommt dann wahrscheinlich noch wirklich die Profikarriere. Keine Ahnung, was dann auftaucht. Und auftauchen wird. Oh Gott. Dann hätte ich vielleicht nicht die Handbremse nutzen sollen. Was ja auch völlig normal und legitim ist für einen Formel 1 Wagen. Nämlich eine Handbremse. Jo. Also ist das wirklich dann Vollgas. Ohne Windschatten ist das Vollgas. Natürlich können sich die anderen so schnell nach vorne pushen durch Windschatten. Dann überholt der einen den anderen und dann kann der wieder dann Windschatten vom anderen nehmen und dann werden sie schneller. Zumindest auf dem Geraden. Im Vergleich zu mir. Diese Kurven machen deinen Reifen ganz schön zu schaffen. Wie? Jetzt schon? Wenn du das jetzt schon sagst, ne? Wir 2 von 8 Runden haben.
Kann ich gar nicht wissen, wie das am Ende aussehen wird. So Miro so wahrscheinlich schon auf geplatzten Reifen, so. Nee, gar nicht mehr. Nachdem müssen wir wahrscheinlich echt noch einen Boxenstopp überlegen. Na, super. Das heißt, wir sollten fahren wie was weiß ich und dann einen Vorsprung raushauen. So wie es aussieht. Für einen Boxenstopp. Zumindest um die Reifen zu wechseln. Fahr weiter so, das Rennen gehört uns. Aber das werden wir ja sehen. Jetzt erstmal ganz ruhig bleiben. Also ich guck mal, ist die Aufnahme flüssig? Die scheint flüssig auszusehen. Also kein Problemchen. So. Da muss ich auf jeden Fall die Handbremse nutzen. Das ist ein bisschen zu extrem mit den Kurven. Da fährt der Wagen zu langsam. Oder lenkt zu langsam ein. Ja, genau so. Dann lenkt sich der Wagen besser um. Und sonst derjeniges. Damit wir wirklich einen Boxenstopp fahren können, müssen wir auch ein bisschen Vorsprung rausfahren. Das wird ja nicht ganz ohne sein, wenn wir wirklich dann irgendwie in die Box müssen. Muss man auch mal zumindest so sagen. Sollte ja zumindest so klar sein. Das nur damals gewusst hätte. Ich muss manchmal echt auch OBS Studio ausnutzen. Da gibt es doch verdammt viele Unterschiede manchmal zwischen OBS und OBS Studio, die man so sonst gar nicht auf dem Kopf hatte, ne? So. Ich habe jetzt nicht getestet, wie die Endaufnahme aussieht. Also sollte sich eigentlich normal sein. Ich habe ja OBS Studio wieder neu frisch drauf gemacht. Aber ich habe alles Wichtige, denke ich mal, umgestellt. Denke ich zumindest mal. Da sollte das passen. So. Das ist gut. Das ist fein. Das ist so. Was uns denn? Okay. Doch noch recht gut durchgekommen. Ja, aber die Reifen, ne? Guckt euch die Reifen an. Das war die schnellste Runde. Großartig gefahren. Also wenn die zu extrem werden sollten, dann muss ich auf jeden Fall zur Box fahren. Das kann man ja nicht machen. Ja. Aber jetzt haben wir schon ungefähr 10 Sekunden Vorsprung. An sich kein schlechtes Zeichen für so etwas wie einen Boxenstopp zu machen. Das heißt, können wir wahrscheinlich am Ende trotzdem noch die Zeit raushauen. Aber wir warten zuerst mal ab, bis wirklich halt der Boxenstopp nötig wird. Immer noch wichtiger abzuwarten. So. Bin nur glücklich, dass ich anscheinend doch jetzt endlich eine gescheite DTM Race Driver 3 Methode habe, gefunden habe. Aber da muss ich ja natürlich immer noch austesten, ob wirklich alles so funktioniert, wie es funktioniert. Wenn es dann mal soweit ist. Es war überhaupt nicht gut gefahren durch die S's. Ich gehe mal davon aus, dass so auch ein S ist. Warte, wie ein S? Ah, oh, sollte schon irgendwie gehen. Muss man je nachdem so oder so gucken. Ich glaube, wir müssen an die Box fahren, weil jetzt haben wir schon gelbe Reifen. Wir fahren auf jeden Fall noch eine Runde und dann sollte es auf jeden Fall klappen mit Boxenstopp. Oh Gott, wo war denn dann nochmal der alte Boxenstopp-Einfahrt? Der war ja hier direkt, ne? Ja, genau. Direkt so reinfahren. War viel, viel einfacher damals. Ist ja heutzutage ja viel komplizierter auf der Strecke. Oh Gott. So. 1,37er Runde. Da fahren wir auch gar nicht mal so arg, ultra arg viel schneller wie in der Formel 1. Ist auch mal interessant zu wissen, wo wir den Simulationsmodus aushaben. So. Schön auf der Geraden. Das wird jetzt, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen das Extreme sein, dass wir nämlich immer so viele Runden haben. Heißt normalerweise keine Spannung mehr, außer nur, dass wir wahrscheinlich schon wirklich eine Box fahren müssen. Das ist wahrscheinlich die einzige Spannung, ey. Ja, sieht so aus, weil. Guck ich an, jetzt wird es schon langsam orange. Rot werden lassen möchte ich das nicht.
Das heißt, wir müssen bald, ja, rüber. Rein in die Box. Müssen reinfahren. So. Ja, wir müssen reinfahren. Das ist mir zu riskant. Das ist mir zu riskant, da weiterzufahren, großartig. Wir konnten höchstens halt noch eine Runde fahren, aber ich will es nicht aussetzen, weil es wird schon sehr extrem. Ist auch voll geplant hier vom Boxenstopp. Entscheide dich, wir warten auf dich. Ja, Reifen auf jeden Fall, Federung auch. So. Super, jetzt sind wir wieder ganz weit hinten. Aber wir haben wieder volle. Ich weiß. Jetzt bekommen wir das noch mit den Reifen. Das sollte an sich schnell gehen. Ich weiß nicht, wie die anderen das schaffen. Die haben wahrscheinlich dann härtere Reifen. Ich habe halt wahrscheinlich weiche Reifen oder so. Oder relativ weiche Reifen. Naja, da haben wir noch ein bisschen Spannung vor uns. Und wenn dann deklassieren wir halt vielleicht die gesamte Klasse halt mit einem Boxenstopp mehr. Wer weiß, ne? Irgendwo auch schöner, wenn man dann einen Boxenstopp macht und dann sich denkt, ach, wir gewinnen trotzdem. Haben vielleicht einen Boxenstopp mehr gemacht, aber ist ja egal. So. Selbst da gut vorbeigekommen. 12. schon. Die alle können anscheinend fahren ohne Probleme. Das, was mich sowieso wundert. So, Windschatten. Das gibt's doch wohl nicht. Das war ein echt übler Crash. Pass auf dich auf. Genau, fahr doch so scheiße. Na gut, was ist größtenteils kaputt? Nur ein bisschen was an Rad. Sollte an sich dann gehen. Aber das war an sich ja nie so ein schlimmer Schaden. Der ist echt gegen die Wand gefahren. Muss halt nur vorsichtig sein. Ein bisschen, dann sollte alles klappen. Alter, wenn man da sonst nichts einstellt, dann ist man hier echt gut gearscht hier. Ist ja echt als einziger irgendwie für einen Boxenstopp. Komm schon, mach weiter so. Unterwegs. Jetzt muss ich ja echt noch 100% Vollgas geben. Ich glaube, die haben alle echt härtere Reifen oder passen halt auf ihre Reifen auf. Und ich halt wie eine gesenkte Sau fahr. Das heißt, meine Reifen müssten jetzt schon wieder langsam anfangen abzubauen, wenn ich das so jetzt so richtig im Kopf habe. Aber dafür ist das jetzt total einfach, durchs Feld zu pflügen. Es läuft hervorragend. Du kannst noch gewinnen. Ich weiß. Muss ich mir merken. Das wird dann wahrscheinlich sehr extrem. Ich auch durch die Optionen noch durch, ey. Das ist schon viel zu krank, ey. So, schön noch ein bisschen mit Speed. Wenigstens habe ich sonst nicht viel mehr Schaden als das, was ich jetzt habe. Das macht's auch besser. Okay, das ist auch gut geschafft. Das heißt, wir haben es bald durch. Noch den einen auf dem ersten Platz überholen, werden wahrscheinlich unsere Reifen langsam anfangen werden abzubauen. Das heißt, du kommst wahrscheinlich auch an uns dran. Über Windschatten, ja. Ja, Aerodynamik hätte ich auch unterstellen müssen, stimmt ja. Wenn ich jetzt so ganz genau sein möchte, dann muss ich auf der Strecke echt einiges umstellen. Ich ist auch zum Teil wegen der Aerodynamik so, weil ich so halt in Kurven halt durchfetze, wie, was weiß ich. Auf jeden Fall ist da was ganz komisch mit den Reifen. Dass ich da unbedingt an die Box fahren musste, das hätten die nie im Leben überlebt. Ich meine, jetzt ist es nicht mal so lange her seit dem Boxenstopp und meine Reifen fangen schon wieder an. Hm.
Krass, krass, krass. So, gut. Aber dass die das schaffen, da ohne Boxenstopp. Natürlich haben wir es richtig geil geschafft, indem wir noch einen zusätzlichen Boxenstopp hatten, haben wir trotzdem noch gewonnen und einen Vorsprung von... Ja, das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Ein Vorsprung von insgesamt über 5 Sekunden, so wie es aussieht, ne? Wie auch immer man das raushauen kann. Danke. Das war schon crazy. Ja, 5 Sekunden. Oh, sind wir schon auf dem ersten Platz. Sonst haben wir nur noch ja, 3 Strecken, aber das wird einen guten Part füllen im nächsten Part. Deswegen war es gut, dass wir angefangen haben. Und jetzt zeige ich doch mal, vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart. Sollte doch jetzt so sein, wenn ich jetzt in die Welttournee reingehe. Genau, dann starten wir hier. Mit 10 Punkte und können dann mit Bahrain anfangen. Und dann sage ich doch mal, vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play DTM Race Driver 3. Und wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ciao.